Herzlich willkommen zur 19. Folge von Sakura, dem Manga- und Anime-Magazin auf Massengeschmack TV. Dieses Mal mit unserer ersten Themenfolge, wo sich alles ums Thema Essen dreht. Wir sprechen über die Manga-Serien, in denen das Essen eine große oder manchmal sogar die Hauptrolle spielt. Toriko ist ein Jäger seltener Speisen und es gibt für ihn nichts Größeres, als sich ein Mahl voller Köstlichkeiten zusammenzustellen. Er lebt auch in einer Welt, in der es genau darum geht, nämlich möglichst leckere, seltene Speisen zu verzehren, die man sich besorgt, indem man Tiere natürlich fängt, die auch teilweise erst sehr schwer zu finden und zu besiegen sind. Und wir werfen einen Blick auf die japanische Esskultur. Und dann hat man Reis auch in Süßigkeiten und Snacks, wie Mochis, was wir hier auch gerne kennen, diese kleinen Reiskuchen. Und sowas wie Reiskräger oder sowas besteht aus Reis. Und das, was wir natürlich kennen, Sake, also Reiswein, ist auch aus Reis gemacht. Und selbst deren Essig, Reisessig. Zum Sushi machen, genau. Genau, zum Sushi machen. Also alles irgendwie mit Reis verbunden. Und selbstverständlich kochen wir auch wieder was dazu. Das Wasser ist natürlich wie für jede, immer wenn man Nudeln kocht, gesalzen. Also Salz kommt auch noch dazu. Man schmeckt das fade im Nachhinein. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal ungesalzene Nudeln gegessen habt. Oh ja. Es schmeckt nicht. Meine Mutter macht kein Salz an ihre Nudeln. Den Brokkoli in mundgerechte Stückchen schneiden. Das alles jetzt auf dem Portal von Massengeschmack TV in HD und zum Download. Massengeschmack TV. Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen.